Ja, hallo und herzlich willkommen beim ersten Spiel in meiner Amiga Retro Gaming Reihe. Und es handelt sich um einen Wunsch der Community, den ich hier heute in der ersten Folge spielen werde. Und zwar handelt es sich um die Originalversion von Ports of Call. Viel Spaß dabei! Bei Rolf-Dieter Klein und Martin Ulrich. Tja, da sind wir nun in der Originalversion von Ports of Call zu einem angespielt. So habe ich grundsätzlich geplant, alle Spiele in der Amiga Retro Gaming Reihe zu spielen. Ihr glaubt nicht, was das für ein Akt war, das alles so einzustellen, dass ich das hier einigermaßen aufzeichnen kann. Ich fürchte auch, dass ich für jedes einzelne Spiel hier die entsprechenden Einstellungen vornehmen muss. Aber das wird mich nicht davon abhalten, euch so viel wie möglich zu zeigen. Ich weiß noch nicht, in welchen Abständen. Vielleicht werden die unregelmäßig, vielleicht ein bisschen länger. Ich weiß es noch nicht. Ist ja auch erst die erste Aufnahme und da habe ich mir weiter noch keine Gedanken gemacht. Ports of Call, wie gesagt, ein Vorschlag aus der Community. Vielen Dank dafür. Ich hatte es selber sowieso auf dem Programm. Aber wenn sich's die Gemeinschaft schon wünscht, dann gehe ich da natürlich auch drauf ein und zeige es dann auch als erstes hier im Endlosmodus in Anführungszeichen, zumindest so lange, bis ich möglicherweise scheitern sollte. Das habe ich früher sehr, sehr, sehr gerne gespielt, auch mit mehreren Leuten vor dem gleichen Rechner. Lief dann so, immer wenn irgendwas passiert, also jeder hat seinen Spielzug gemacht, Start Action, und immer der nächste, wo dann ein Ereignis passiert ist, war dann dran. So hat man sich auch ein bisschen dynamisch aktiv vor dem Rechner bewegt und musste immer mal wieder die Sitzplätze tauschen. Was ich mir hier vorstellen könnte, nachdem ich den Hals befeuchtet habe, Prost, wäre auch hier zum einen vielleicht mal einen Stream zu Ports of Call zu machen oder auch mit mehreren Leuten zu spielen, zumindest mit zwei Leuten, wo sich einer dann auf meinen Rechner aufschaltet, wäre kein Problem, weil am selben Rechner muss man ja theoretisch sitzen, aber das kann man mit etwas technischer Finesse ja auch noch ein bisschen anders steuern. Gut, Ports of Call, worum geht's? Eine Schiffshandelssimulation im Großen und Ganzen. Semi-Echtzeit, also die Zeit bleibt stehen, bis man hier sagt, Start Action. Wenn ich das aber jetzt mache, passiert natürlich nichts. Ich habe kein Schiff, keine Aufträge, kein gar nichts. Das Ganze ist auch simpel gehalten, das Spiel. Ich habe hier einmal den Globus, da könnte ich jetzt ein Schiff auswählen. Ich sehe hier TDT Incorporated, Hamburg, 0 Schiffe, 5 Millionen Dollar. Und habe hier natürlich nichts auszuwählen. Dann habe ich hier das Office, wo ich mir Informationen angucken kann zu Gewinn- und Verlustschiffen, Schiffspositionen, Bankkonten und zur Rangliste. Ich kann Hypotheken aufnehmen, ich kann Kredite aufnehmen. Das habe ich aber schon damals immer versucht zu vermeiden und werde auch heute versuchen, das dementsprechend zu vermeiden. So, wir brauchen natürlich ein Schiff und da gehen wir hier mal zum Schiffshändler und schauen, was wir da bekommen können.
Wer sich wundert, warum es zwischendurch immer eine Weile dauert, ich habe das hier auf Original-Ladezeiten eingestellt. Also solange wie es zwischendurch dauert, würde es auch auf einem Original-Amiga dauern, das Spiel zu laden und so weiter und so fort. Das hier ist ein relativ altes Spiel, was auch noch auf den allerältesten Amigas funktioniert. Da wird aber demnächst auch noch das eine oder andere kommen, was nochmal besser aussieht. Aber das spielt hier bei dem Spiel überhaupt gar keine Rolle. So, wir haben den Seller's Market, ne? Da könnte ich Schiffe verkaufen. Ich habe aber keine. Ich habe die Consulting Division, die mir hier sagt, in welchem Stock es welche Schiffe gibt. Wir haben hier einmal die Low-Cost-Schiffe, also die besonders günstigen. Die sehen auch dementsprechend aus. Mit denen kann man arbeiten. Da ich allerdings, soweit ich mich zumindest noch daran erinnern kann, sehr, sehr viel Erfahrung mit diesem Spiel habe, werde ich versuchen, diese Schiffe von Anfang an zu vermeiden. Dann gibt es hier die sogenannten Pre-Owned-Chips, also der Gebrauchtschiffmarkt. Der Markt ist übrigens dynamisch, das heißt, im Spielverlauf steigen und sinken die Preise. Und ich spekuliere so ein bisschen auf dieses Schiff hier oben für den Anfang. Wenn ich das jetzt kaufen würde für 5 Millionen, dann wäre ich direkt mein ganzes Geld los. Ich kann mir auch das Schiff holen und nur eine kleine Anzahlung machen, hätte dann noch was übrig. Aber da ich weiß, dass die Preise sich verändern werden, werde ich gleich erstmal das Spiel weiterlaufen lassen und dann immer wieder gucken, ob die Schiffspreise sich verändert haben. Das ist vielleicht ein etwas unorthodoxer Start, sorgt aber dafür, dass mir hier nicht gleich der Sprit in Anführungszeichen ausgeht. Hier kann man noch bei den Infos mal reingucken, also wie viel PS hat das Ding, Spritverbrauch, wie viel passt da rein, was sind die Tageskosten und ich denke mal, dass das Schiff hier ein ganz guter Kompromiss auch ist hier vom Gebrauchtmarkt. Und ja, später, wenn man dann, oder sehr viel später, wenn man das entsprechende Geld zusammen hat, kann man hier auch bei den Hightech-Chips zuschlagen, die neben mehr Bruttoregistertonnen auch viel größer sind. Dafür haben sie ein bisschen andere navigatorische Möglichkeiten. Da werde ich mal drauf eingehen, wenn wir denn da mal dann irgendwann hinkommen. Jetzt in der ersten Spielesession sicherlich noch nicht. Man sieht, die Preise sind da auch schon eine ganz andere Hausnummer. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, auf diese Schiffe hin zu sparen. Also, was mache ich? Ich warte jetzt und gehe jeden Tag wieder zum Shipbroker und gucke, ob die Preise sich entsprechend verändert haben. Haben sie, ist es noch teurer geworden, aber ich warte natürlich darauf, dass die Preise günstiger werden. Kann ein kleines bisschen dauern. Oder auch nicht. 4,1 Millionen könnte vielleicht noch günstiger werden, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das reicht mir. Ich kaufe das Schiff jetzt. Herzlichen Glückwunsch. 50% Anzahlung. Ich könnte auch den Rest jetzt noch bezahlen, aber es gibt so ein paar finanzielle Unwägbarkeiten, für die ich ein bisschen Reserve haben möchte. Deswegen lasse ich es bei 50% und zahle den Rest in Raten. Jetzt muss das Schiff noch benannt werden. Die MS Phantom wird es sein. Glückwunsch, Sie haben ein Schiff gekauft. Und dabei bleibt es jetzt auch erstmal, oder? Ich könnte auch gleich, ich habe zwei. Kaufe ich gleich noch ein zweites? Ach komm, ich kaufe gleich noch ein zweites. Mehr als dass es schief geht, kann ja nicht passieren. So, jetzt habe ich aber auch kaum noch Geld. Ob das eine gute Entscheidung war, werden wir alsbald merken. Ich mache jetzt hier wieder Start Action. Und dann kommen jetzt nach und nach die Schiffe in Hamburg dran, wo ein Ereignis ist, blinkt es immer dementsprechend. Jetzt sollte automatisch das Menü für das zuerst gekaufte Schiff erscheinen. Tut es auch. TDT Incorporated, die Phantom oder die Phantom. Ist ja ein MS-Schiff. Ich sehe hier gerade so ein paar Grafikfehler gibt es. Ich hoffe, dass hier mit meinem Emulator das alles einigermaßen funktionieren wird. Das Schiff hat einen Zustand von 80%. Ich werde mal gucken, was mich die Reparatur kostet. Aber vorher gucke ich erstmal, was der Sprit kostet. Relativ teuer, ist relativ viel Sprit drin. Da lasse ich es erstmal bei und werde jetzt mal gucken, was die Reparatur kostet. So, 72.000 pro Prozent. 1.400.000. Hätte ich vielleicht doch keine zwei Schiffe kaufen sollen. Also es bleibt dann erstmal bei dem Status von 80%.
Dann werde ich hier mal schauen, was ich für Aufträge bekommen kann. Man sieht hier die entsprechenden Zielorte und die Produkte, die dorthin befördert werden können. Wir gucken erstmal, wofür es am meisten Geld gibt. Wird links unten angezeigt. Und zwar sind das Chemikalien. Monrovia, Hongkong. Es gibt auch noch verschiedene gefährliche Regionen. So, Panama, Alexandria. Ich werde nach Hongkong fahren. Da gibt es nämlich gleich eine satte Million abzusahnen. Dann reicht es vielleicht auch irgendwann, um das Schiff zu reparieren, aber auf jeden Fall, um es betanken zu können. So, okay. Wir haben einen Auftrag, wir haben genug Sprit, der Zustand ist leidlich in Ordnung. Denn machen wir mal Load. So geht's weiter direkt mit dem nächsten Schiff, was ich gekauft habe. Auch Zustand 80%. Ich gucke auch mal hier, wie viel Sprit in dem gebrauchten Schiff drin gewesen ist. Boah, gar nichts. Das muss ich tanken, aber 138 pro Tonne, das ist mir einfach zu teuer. Trotzdem gucke ich schon mal nach Aufträgen, weil wenn ich keinen Terminauftrag annehme, das geht auch, habe ich, soweit ich mich erinnern kann, zumindest unbegrenzt Zeit. Oh, ich kann Waffen transportieren. Birgt großes Risiko, aber normalerweise auch hohe Verdienstmöglichkeiten, wie wir hier sehen. 1,6 Millionen für Waffen nach Hongkong. Das ist vielleicht sogar legal. Man kann auch illegale Geschäfte machen. Ach du liebe Zeit. Ganz viel, was man in diesem Spiel machen kann. Was übrigens damals nur auf einer Diskette untergebracht hat, gebracht war. Das bedeutet, das Spiel ist maximal 880 Kilobyte groß. Also kein Megabyte, das ganze Spiel. Und das ist schon granatenmäßig, wie ich finde. Okay, wir transportieren Waffen. Ich mache aber jetzt hier Layup. Da kann ich sagen, ich möchte hier, das kostet mich zwar die laufenden Kosten, aber ich hoffe, dass es der Sprit günstiger wird, wenn ich jetzt mal einen Tag warte, dass er zumindest weniger als $100 pro Tonne kostet. So, schauen wir nochmal. Der Zustand ist auch schlechter geworden. Hund ist noch teurer geworden. Eieiei, da werden wir mal noch einen Tag warten. So, das Schiff ist bereit zum Auslaufen. Ich kann per Hand ausparken, birgt allerdings das Risiko von Beschädigungen und für $4.000 kann ich mir hier von einem Schlepper helfen lassen. Ich werde mir hier von einem Schlepper helfen lassen, zumindest solange das funktioniert. Und dann kann man hier noch die Geschwindigkeit einschalten. Muss ja mal ein bisschen rechnen, wie lange braucht man und wie viele Tonnen pro Tag Sprit werden verbraucht. Interessanterweise, wenn man nur ein bisschen mit dem Sprit runtergeht, guckt mal, dann brauche ich 2 Tage länger. Verbrauche statt 69 Tonnen 57 Tonnen. Das bedeutet, unterm Strich verbrauche ich sogar mehr Sprit. Ich muss also deutlich runtergehen, damit ich hier wirklich Sprit spare. 37 Tage ist schon eine Hausnummer von der Reisezeit. Aber ich muss am Anfang halt gucken, dass ich möglichst viel Geld spare. Ich plane mal eine Reisezeit von Hamburg nach Hongkong von 45 Tagen bei 14 Tonnen Sprit pro Tag ein. Und ja, dann fahren wir mal los. So, das andere Schiff. Sprit, was kostet der Sprit? Ist mir immer noch zu teuer. Andere hätten, glaube ich, gar keinen, oder viele haben gar keinen Nerv, so zu spielen, wie ich das mache, aber die sind halt auch nicht ich und ich bin ich. Ja, das war wieder eine sehr intelligente Aussage, aber es ist, wie es ist. So, jetzt aber genug hier mit Sprüchen. 84, ich tanke voll. Für $276.000. Da ich schon einen Auftrag habe, kann ich auch. Ist meine Fracht wieder weg. Die ist dann wohl doch nicht geblieben. Macht aber nichts. Kann hier immer noch Waffen nach Hongkong bringen. Meistens führt ein legaler, hochwertiger Auftrag dazu, dass es am Zielort vielleicht nicht solche guten Aufträge gibt. Aber warten wir es mal ab. Ich bin erstaunt, wie gut ich mich noch daran erinnern kann an das Spiel. Aber ich habe auch viele, viele Stunden darin zugebracht. So, auch hier werden wir einen Schlepper bestellen. Und ordentlich mit der Geschwindigkeit runtergehen, damit wir mit möglichst wenig Spritverbrauch ankommen. Die Zahlen, die sich hier so bewegen, das sind übrigens Ereignisse, die sich über die Weltkarte bewegen und die einen treffen können mit dem Schiff. Anrainer Jason Dax Meldung. Die Gebühren für die Kanaldurchfahrt werden fällig. 70.000. Stimmt.
Das gibt's ja auch noch. Ganz schlecht übrigens, wenn einem zwischendurch das Geld ausgeht. Aber noch habe ich ein bisschen Reserve. Wie gesagt, ich hoffe, es war eine gute Entscheidung, hier mit zwei Schiffen aufzubrechen. So, und nochmal 70.000 für die Kanaldurchfahrt. Und weiter geht's. Zwischendurch, ich stopp das mal, muss man auch immer mal wieder in seinem Büro reingucken, auch wenn man nichts macht, weil einem sonst Dinge passieren könnten, wie zum Beispiel Gelddiebstahl oder auch andere Unwägbarkeiten. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Gerade am Anfang, wo ich so wenig Geld habe. Mit 5 Millionen eine Reederei zu gründen, ist sowieso schon utopisch. Ich weiß auch nicht, ob es in den 80ern noch möglich war. Ich glaube, da erschien das Spiel so um den Daumen rum. Jetzt haben wir schon ein Ereignis. Sturm. So, den Sturm umfahre ich, weil ich mir nicht sicher bin, ob mit diesem Schiff in der, wie soll ich das sagen, in dem Zustand, kann das Schiff halt auch beschädigt werden, je nach Windstärke, Zustand und Art des Schiffes. Und auch das möchte ich am Anfang vermeiden, zumal die Reparatur ja sehr teuer ist. Aber sobald ich das Geld habe, werde ich auf jeden Fall die Schiffe etwas instand setzen. Das erste Schiff ist angekommen in Hongkong. Ich versuche hier auch mal 8.000 kostet es hier mit Schlepperhilfe einzuparken. Das mache ich. Das zweite Schiff ist auch angekommen. Habe ich nicht mehr genug Geld, um mit dem Schlepper einzuparken? Wo ist denn das ganze Geld hin? Tja, das bedeutet, wir müssen mit dem zweiten Schiff von Hand einparken. Äußerst ungern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Hafen von Hongkong aussieht. Wir schauen uns das mal an. Das Ganze ist auch mit einem Zeitlimit verbunden. Uiuiui. Und auch noch rückwärts. Verdammt! Es fing so gut an. Ich hätte vielleicht doch nicht mit so Highspeed arbeiten sollen. Da habe ich mich selber etwas überschätzt im Vergleich zu früher. Muss 32.000 Schlepperkosten zahlen, habe nur noch einen Zustand von 59% des Schiffes. Das ist gar nicht gut. Das ist ein äußerst schlechter Anfang, aber zumindest komme ich im Hafen an. Warum bin ich so schnell gefahren? Weil. Wenn man Vollgas gibt, auch wenn man noch nicht Vollgas fährt, funktioniert die Lenkung einfach viel schneller. Nur ich habe jetzt, ja, ich bin mit den Richtungen durcheinander gekommen. Sobald man nämlich auch den Geschwindigkeitsanzeiger plus minus wechselt, fährt er auch mit Links-Rechts-Steuerung in die umgekehrte Richtung. Und fragt mal den Networker, wie ich Euro Truck Simulator 2 gespielt habe beim Einparken. Verflixt. Ich wollte euch eigentlich mal meinen Profi-Status in Ports of Call jetzt beweisen und das ist gründlich in die Hose gegangen. Vielleicht habe ich mich aber auch nicht genug konzentriert. Naja, zumindest kommen beide Schiffe in Hongkong an. Ich habe noch keins versenkt, glücklicherweise. Jo, 1 Million. Jetzt werde ich erstmal gucken, wie es aussieht mit. Nee, ich werde nicht gucken, wie es aussieht mit Reparaturen, weil die Reparaturen wird das andere Schiff dringend benötigen. Ich gucke erstmal, wie es mit Sprit aussieht. Teuer. Ich habe aber auch noch viel Sprit, also schaue ich direkt wegen einer weiteren Fracht.
So, am teuersten kann ich hier wohl mit Elektronik arbeiten. Und ja, indem ich einfach nach Hamburg zurückfahre. Das mache ich und los geht's. So, mit dem anderen Schiff werde ich auf keinen Fall losfahren, solange ich das nicht ein bisschen repariert habe. Wir werden mal sehen, was ich mir leisten kann. Ja, ich werde hier mal 10% reparieren. Die Schiffe werden halt auch immer anfälliger, umso schlechter der Zustand ist und irgendwann machen sie dann ganz die Grätsche. So, jetzt habe ich aber Geld, um mit dem Schlepper abzulegen. Wo man sich das beim Ablegen meistens sparen kann. Na, was heißt meistens sparen kann? Aber es ist deutlich leichter als das Einparken zumindest. Ich kann es ja gleich mal mit dem anderen Schiff probieren. So, gucken, was der Sprit kostet. Nein, hier wird nicht getankt. So, auch hier haben wir Elektronik zur Verfügung, allerdings zu deutlich besseren Preisen. So, nach Basra könnte ich fahren. Das ist aber, soweit ich weiß, Kriegsgebiet. Ich werde es riskieren. Wer nichts riskiert, der nichts gewinnt oder weniger gewinnt. So, und jetzt werde ich tatsächlich mal hier per Hand ausparken und hoffe, dass ich an einer günstigen Stelle. Hat geklappt. Aber es gibt andere Häfen, die deutlich dramatischer sind vom Schwierigkeitsgrad. Aber so habe ich zumindest meinen Patzer vom Einparken zumindest ein bisschen wieder wettgemacht. Und ich glaube, nach Basra muss ich gar nicht durch den Kanal, oder? Das ist noch der Vorteil. Trotzdem gibt es einiges, was schiefgehen kann. Bei der Reise nach Basra. So, kostet wieder 70. Ah, ist günstiger. 40.900, okay. Und hier passiert irgendwas auf hoher See. Ah ne, die Hypothek wird fällig. Ich dachte schon. Apropos Hypothek, nochmal kurz ins Office gehen, damit da nichts passiert. Und weiter geht der Spaß. So, Gebühren. So, ich hoffe, wir sind gut in Basra angekommen. Sind wir? 12.000 Dollar für den Schlepper. Machen wir. Zumindest immer, wenn es geht. Es gibt auch Situationen, wo das leider nicht möglich ist. Aber das werdet ihr sicherlich noch zu sehen bekommen. Ja, so langsam wird es auch mit meinem Bankkonto besser. So, erstmal schauen wir wieder wegen dem Sprit. Der ist teuer. Lassen wir. Ein bisschen reparieren wäre nicht schlecht. Ja, da geben wir nochmal 10%, dass wir hier auf jeden Fall über 70% bleiben. Das ist mir wichtig, weil sicherer. So, derweil ist das andere Schiff in Hamburg eingetroffen. Bitte mit Schlepperhilfe. Gott sei Dank hat das Geld gereicht. Glücklicherweise hat das Geld gereicht. Da sind wir. Und auch hier schauen wir als erstes nach dem Sprit. Der könnte noch günstiger sein. Ich tanke trotzdem mal auf 75%. Dann gucken wir hier wegen Aufträgen. So. Oh, Terminfracht. Will ich am Anfang nicht machen, weil die Strafen doch sehr hoch sind.
Ist alles Terminfracht mit den Maschinen. Mal schauen, wie es mit Elektronik aussieht. Ja, fahren wir doch direkt zurück nach Hongkong für 830.000 Dollar, 74% an Status. Soll mir reichen. So, derweil wurde hier das Schiff repariert. Zumindest teilrepariert. Wir schauen wieder nach dem Sprit. Zu teuer. So, was können wir denn hier für eine Fracht nehmen? Agrarprodukte. Nehmen wir, dass wir hier im Betrieb bleiben. Das können wir uns auch leisten hier, weil wir die Gebühren für, weil wir keine Gebühren für eine Kanaldurchfahrt bezahlen müssen. Und Basra hat, glaube ich, auch nicht viel Besseres zu bieten, auch nicht, wenn ich hier warten würde. Also legen wir wieder ab. Oh, pst, haben Sie Interesse an einem kleinen Sondergeschäft? Sag mal ja. 500.000 Dollar, wenn Sie 50 Kisten getarnte Waffen mitnehmen. Ich sag mal nicht machen. Ich spekuliere da nämlich auf was. Soweit ich mich entsinne, besteht eine gewisse Chance, dass. Haha, und wenn ich den Preis verdopple? Das riskiere ich mal. Oh wei, oh wei, hoffentlich geht das nicht schief. Für 1 Million 50 Kisten Waffen schmuggeln. Plus die Agrarprodukte. So, klar zum Auslaufen mit Schlepperhilfe. Wir haben keine Zeitnot. Los geht's. So, von Basra legen wir auch mit Schlepperhilfe ab. Und auch hier haben wir keine Zeitnot. Los geht's. Die üblichen Kanalgebühren. Na, immer mal wieder im Office gucken, nicht vergessen. Ports of Call ist übrigens heutzutage auch noch ein sehr erfolgreiches Spiel, was weiterentwickelt wird mit neuen Schiffen und so weiter. Na gut, ob heutzutage noch, weiß ich nicht. Aber ich habe auch eine originäre PC-Version hier. Aber das ist ja hier ein Retro-Gaming-Kanal, der derzeit zumindest auf Amiga fokussiert ist. Deswegen habe ich es mir da nicht einfach gemacht und die PC-Version hergenommen. So, wir möchten natürlich mit Schlepperhilfe anlegen. Das klappt. Und wir wurden scheinbar auch nicht erwischt. Yeah. Wir hätten aber auch erwischt werden können. Die Grafikfehler hier. Also es kann natürlich daran liegen, das Spiel ist ausgelegt auf die Ur-Amigas und ich habe hier eine Emulation des eines Amiga 1200s laufen. Das kommt hin und wieder mal, gab es schon bei den Originalsystemen manchmal Probleme, sodass man über ein Bootmenü konnte man dann die neueren Amigas wieder ein bisschen kompatibler machen mit älteren Rechnern. Interessante Vorgehensweise, kennt man so auch nicht. Aber okay, es ist jetzt wie es ist, es funktioniert ja, also lassen wir es auch so laufen. 96 ist immer noch teuer, trotzdem tanken wir ein bisschen. Gucken mal, was die Reparaturen hier momentan kosten. Nee. So, Charter, Maschinen. Ich glaube, wir haben hier eine gute Pendelroute gefunden zwischen Basra und Hongkong. Mal gucken, wie lange das gut geht und profitabel ist. Haben Sie Interesse an einem kleinen Geschäft? 50.000? Nein. Nein. Also dafür gehe ich das Risiko nicht ein für 50.000 oder für 100.000 Leute. Da müsst ihr mir schon mehr bieten. So, und wieder schön mit dem Schlepper raus. Im Spritsparmodus, bevor dann gleich das nächste Schiff in Hongkong ankommt. Schwierigkeitsgrad Anfänger. Ich glaube, der Unterschied zu anderen Schwierigkeitsgraden ist gar nicht mal die Schwierigkeit der einzelnen Events selber, sondern die Häufigkeit der auftretenden Events. Deswegen klappt das jetzt, glaube ich, auch immer ganz gut mit den Schleppern. Die können theoretisch nämlich auch streiken. Zu teuer.
Wie sieht es mit Reparaturen aus? Das ist gerade günstig. 57.000, glaube ich zumindest. Da lasse ich das mal für 10% instand setzen, das Schiff. Vielleicht ist ja auch der Sprit in der Zwischenzeit günstiger. Nee, günstiger ist anders. So, Elektronik, Kunststoff. Ich könnte auch Terminfrachtgeschäft machen, aber dann darf nichts passieren und ich muss mit Highspeed fahren, verbrauche mehr Sprit. Aber ich guck mal, was sind denn hier für nach Basra für 1,5 Millionen in 25 Tagen? Ich mach das einfach mal, damit ihr auch wirklich alles seht und alles gesehen habt. Ich nehme mal an, der Sprit wird reichen. So mit Schlepperhilfe bitte und Fullspeed. 14 Tage. Oder oh, habe ich aber nicht viel Spielraum. Schaffe ich das überhaupt? Vielleicht ist es jetzt schon zum Scheitern verurteilt. Egal, wir fahren trotzdem Fullspeed. Und die Hypothek wird fällig. Ich glaube, es ist gar nicht die Rückzahlung. Sondern das ist nur die Hypothek. Ich muss selber, glaube ich, mich um die Rückzahlungen kümmern, da gucke ich gleich mal. Vorsicht! Ein fremdes Schiff kreuzt ihren Kurs. Kollisionsgefahr. Schnelle Entscheidung erforderlich. Da gibt es aber ein Patentrezept, wenn ich mich. Einfach volle Pulle in die andere Richtung. Eieiei, das fremde Schiff ist außer Sicht. Ja, solche Sequenzen erwarten uns immer mal wieder, die das ansonsten vielleicht für den einen oder anderen recht dröge Handelsspiel doch deutlich spannender machen, was man nicht so alles auf unter einem Megabyte unterbekommt. So, bitte mit Schlepper. Was ich gesagt habe, eben sage ich es noch, jetzt passiert es. Bedauerlicherweise streiken die Schlepperkapitäne. Gerade sie müssen wohl doch zur Handsteuerung greifen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das regeln kann. Wenn man nicht riskieren möchte, gegen die Hafenmauer zu fahren, das ist deutlich teurer, kann man natürlich auch wieder rausfahren. Das heißt natürlich, das kostet einen dann auch ein bisschen Geld, glaube ich, und Zeit, aber das Schiff wird nicht beschädigt. Ich gucke es mir aber natürlich mal an. Nein, danke. Sie haben den erlaubten Fahrtbereich verlassen. Dafür sind zu zahlen 100.000. Das nächste Mal halten Sie sich an das sichtbare Fahrwasser. Ja, ich war ja im sichtbaren Fahrwasser, nur nicht im Spiel sichtbares Fahrwasser. Das ist jetzt zwar deutlich teurer als ein Schlepper, aber der Schlepper ist inklusive und ich habe das Schiff auf jeden Fall nicht beschädigt. Deswegen kann das durchaus eine legitime Option sein, es so zu machen. Zumindest wenn man das Geld gerade übrig hat. So, wir sind da und das Bankkonto wächst und wächst. Was kostet der Sprit? Günstig, volltanken. Ich glaube, bis 60 runter geht's noch, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. So, was kosten momentan die Reparaturen? Nö, das lassen wir mal. So, und wieder sind es Agrarprodukte. So ist es halt. Ich sehe schon, dass ich mit meinen beiden Schiffen nur noch zwischen Basra und Hongkong umherfahre. Und ab und zu gibt es mal kleine Nebengeschäfte. 50 Kisten mit Waffen für 500.000? Nein. Doppelter Preis? Ja, gerne. Bis ich erwischt werde. Bitte mit dem Schlepper. Die streiken nicht mehr. Gut. Der Zwischenzeit dürfte dann das andere Schiff in Basra eintreffen. Mal sehen, ob ich das trotz Höchstgeschwindigkeit versaubeutle. Ich habe da, also ich hab, kann mich an viele Sachen erinnern, aber ich habe kein Gefühl mehr dafür, wie viele Tage welche Strecken brauchen. Vorsicht, ein fremdes Schiff kreuzt den Kurs. Das ist eigentlich, soweit ich mich erinnere, immer noch das Einfachste.
immer noch das einfachste Event, glaube ich. Das schwerste Event haben wir noch gar nicht gesehen. Das habe ich, glaube ich, doch nie geschafft. Aber vielleicht bekommen wir das ja im Rahmen dieses Angespiels auch noch zu sehen. Sie streiken. Wir müssen mal wieder von Hand rein. Nee. No way. No way, da zahle ich lieber die Kohle. Tja, super, eine halbe Million Konventionalstrafe. Also für die Fahrt musste ich ordentlich draufzahlen. Bei Terminfracht zahlt sich Schleichfahrt selten aus. Okay, also die nächste Zeit keine Terminfracht mehr. Ich hab's fast gedacht. Ist so. Der Sprit ist nicht besonders günstig. Na, ich gucke erstmal, was kostet denn hier momentan die Reparatur? Nein, mache ich auch nicht. Was sagt der Charter? Agrarprodukte. Ja, was auch sonst? Nach Hongkong. Na, ich packe ein bisschen Sprit rein. Unter Umständen ist es am Zielort, trotz in Kombination teurer Sprit lohnende Fracht. Kleines Sondergeschäft. Basra könnte sich lohnen. Für eine Million? Ja. Und jetzt werde ich zweimal erwischt. Pass auf. Ich kenne mein Glück. Darf ich denn wenigstens mit Schlepper ausparken? Nein. Tja. Mal sehen, wo das Schiff geparkt ist. Ja. Shit! Ich bin zu hektisch. Ich konnte das mal echt gut, ob es mir glaubt oder nicht. Frag mal den Marlon oder den Next oder den Galahad. Die können euch das erzählen. Gibt's doch gar nicht. Schiff reparieren? Nein, ich will losfahren. Flixt noch eins. Jetzt war ich lange nicht im Büro. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Agatha, die Puppe kotzt. 463.000 Dollar wurden mir gestohlen. Das läuft für mich. Nicht, dass ich noch einen Kredit aufnehmen muss deswegen. Hoffentlich klappen meine dunklen Geschäfte wenigstens. Mit Schlepperhilfe bitte. Noch reicht mein Geld. Man verdächtigt sie des Schmuggels. Ihr Schiff liegt an der Kette. Wollen Sie Schmiergeld zahlen? Ja. Ihr Schiff ist wieder frei. Hat sich trotzdem. Habe ich das Geld jetzt gekriegt? Nein. Die Waffen sind weg und die Kohle ist weg. Ist der Sprit wenigstens günstig? Nö. Ist die Reparatur wenigstens günstig? Jawohl. Immerhin. Besser als nichts. So, jetzt will ich aber trotzdem mal kurz im Office mal gucken. Genau, ich kann die Hypothek tilgen. Ich kann einen Barkredit aufnehmen. Ja, okay. Es bleibt aber bei 0. Ich wollte nur mal gucken. Also ich zahle es gar nicht von selbst ab, sondern ich muss es manuell abzahlen. Aber dafür möchte ich gerne erstmal ein bisschen Puffer haben. Sprit. Okay, volltanken. So, Charter. Oh, ich kann auch Maschinen transportieren und nicht als Terminfracht. Ja, nach Basra lohnt sich mal wieder am meisten. Also fahren wir wieder nach Basra. Diesmal werden mir keine krummen Geschäfte angeboten. Schlepper funktioniert auch. Sehr gut.
Ich könnte mir allerdings noch ein paar Billigschüsseln holen, um noch andere Routen zu bedienen. Das ist aber ein ganz schöner Geisterfahrer. Ob das wohl immer derselbe ist, der auf dieser Route unterwegs ist, gibt's doch gar nicht. So, in den Hafen einlaufen mit Schlepperhilfe. Klappt. So. Der Zoll hat hier Schmuggelgut entdeckt. 200.000. Na gut, ein bisschen Geld hat's trotzdem noch gegeben. So, Sprit zu teuer. Ja. Ich habe auch nicht mehr viel Geld. So. Elektronik. Nach Basra. Machen wir. Komme ich wenigstens wieder zu ein bisschen Geld. So, beim Office immer mal zwischendurch reingucken. Ja, und im Mehrspielermodus wäre es dann so, das sind dann alle Schiffe in verschiedenen Farben gleichzeitig unterwegs und immer der, wo ein Ereignis eintritt, der ist dann als nächstes dran. Damals ein sehr beliebtes und gängiges Spielprinzip. Man konnte irgendwann auch mal Rechner miteinander koppeln, aber das hat kaum jemand gemacht. Man musste sie ja alle immer im gleichen Zimmer irgendwie aufbauen. Das war dann schon lästig. Krisengebiet, Ihr Schiff wurde angegriffen. Die Reise in Spannungsgebiete ist eben nicht ohne Risiko. Das Schiff wurde beschädigt. Schiffszustand 68%. Das meinte ich mit Kriegsgebiet und Risiko behaftet. So, zumindest kommen wir langsam wieder zu Geld. Sprit haben wir noch genug. Was kostet hier die Reparatur? Wir sind bei 68%. Machen wir mal eine 10% Reparatur. Man muss ein bisschen Geduld haben in diesem Spiel, bis man zu etwas kommt. Schon wieder Schiff angegriffen. 58%. Man kann es auch zwischendurch nicht mehr umlenken. Also man muss die Routen, wie man sie angefangen hat, zu Ende fahren. Oder wie ein guter Freund sagen würde, man muss hier jeden Holzweg bis zum Ende gehen. Hypotheken, Beschädigungen, meine Güte. So, mit Schlepperhilfe. So, jetzt will aber zwischendurch Office. So. Und weiter geht's im Programm. So, 3 Millionen habe ich. Das kostet der Sprit mittlerweile immer noch viel. So, was können wir transportieren? 85.000? Nee. Doch, das ist mir deutlich zu wenig. Das mache ich nicht. Da warte ich lieber mal einen Tag und gucke, ob sich was Besseres ergibt. Siebenundfünfzig%. Puh. Sprit teuer. Reparatur geht. Ich werde hier mal 15% reparieren, um über 70% zu kommen, um nach Möglichkeit kein Risiko einzugehen. So, Spritkosten teuer. Ladung. Ja, 118 ist mir immer noch zu wenig. Warten wir noch einen Tag. So, Refuel, immer noch teuer. Charter. Nee, das ist mir zu wenig. Liebe Leute, gebt mir mal bessere Angebote. Sprit günstig, volltanken.
Charter. Das ist zu wenig, Leute. Wenn ich vorher wüsste, dass ich ein illegales Angebot bekomme und auch nicht erwischt werde. Nein. Schon wieder das Schiff beschädigt. Ich weiß immer nicht, welches Schiff gerade ist, das ich schon vollgetankt habe oder ob beide schon vollgetankt sind. Aber hier lange in der Gegend rumzuliegen, scheint auch nicht ratsam zu sein. Tja, das ist das Schiff, wo ich den Sprit bräuchte. Jetzt ist er richtig teuer. Sehr ärgerlich, was hier gerade passiert. Und mal wieder ein Schiff auf Kollisionskurs. Glücklicherweise ist das ja in der Regel leicht zu managen. Sehr gut, wenigstens etwas, das funktioniert. Zustand 69%. Da würde ich es gerade noch fahren lassen. So, werde ich aber nochmal ein bisschen reparieren, weil sowieso die Preise, die Charterpreise total im Keller sind. Kann ich wenigstens was Sinnvolles machen in der Zeit. So, oh ja, das ist. Günstiger geht's kaum, wenn ich mich recht entsinne. Da werden wir mal einmal voll tanken. Jetzt gibt's gar keine Angebote mehr. Eine schlechte Zeit für Basra. Oder zumindest für Reeder in Basra. Was ist denn da los? Wegen Auftanken muss ich nicht mehr gucken, weil es sind beide voll getankt. Tja, mal gucken, wie lange wir dieses Spielchen hier noch weiter treiben können, wollen oder müssen. Ich denke, ich werde gleich zumindest mit einem von den Schiffen losfahren, damit hier nicht beide die ganze Zeit in der Gegend rumliegen. Aber über 100.000 sollten es dann aber schon sein. Ne. Better luck next day. Wir werden es erleben. Terminfracht machen wir nicht. So, kurz am Office gucken. So, 122.000 fahre ich los. Ab geht's. Oh, Interesse? 500.000? Nein. Diesmal hat er nicht verdoppelt. Das geht leider nicht immer, wäre ja auch sinnlos sonst. Dann könnte man ja auch direkt 1 Million anbieten. 245.000, hätte ich besser noch einen Tag gewartet. Naja, egal. Fahren wir mit dem Schiff auch los. Bitte, bitte mit Schlepperhilfe, alle beide. So, in aller Gemütsruhe. Das wird ja ein richtiger Konvoi. Los geht's. Auf, Kapitän, auf die Reise. Ei. Natürlich das andere auch. 13 Tage.
Gut, auch das machen wir. So, und jetzt gucken wir noch mal. So, Office. Wie viel Geld habe ich denn? 2,2 Millionen. Ich werde mal beim Shipbroker gucken, ob ich hier so ein paar absolute Billigheimer noch mal losschicken kann. Je nachdem, was die momentan kosten. Ich gucke mal hier zum Vergleich. Da ist es relativ teuer. Die Low-Cost-Chips. Was kosten die? 1,1. Na, das ist mir eigentlich auch zu teuer. Ich glaube, die kann ich auch nicht abbezahlen, sondern muss sie komplett bezahlen. Da musste auch noch unter einer Million drin sein, oder? Ja, dafür nehme ich eins. So, Schrott eins. 100% direkt bezahlen. Hoffentlich macht's der Eimer noch eine Weile. Ja, hoffe ich auch. Kaufe ich noch einen? Ich kaufe noch einen. Schrott 2. Gucken, in welchem Zustand die gleich sind. Schrott 1, 59%. So, ich habe noch 600.000. Der Sprit ist teuer. Kostet die Reparatur für das kleine Schiff doch auf. Boah. Okay, wir bleiben mal einen Tag hier. Und da springt doch gleich hier mein Google-Assistent an, obwohl ich gar nichts gesagt habe, was dazu passen würde. Ja, jetzt bei dem ist der Sprit billig, aber der Tank fast voll. 59%, ich guck mal. So, Metallelemente, Maschinen, Elektronik, Kunststoff, Textilien, Waffen. Gut, ich bekomme natürlich auch deutlich weniger, weil die Schiffe deutlich kleiner sind. Es ist wieder Hongkong. Ich wäre ja auch gerne mal nach Übersee gefahren. Das ist mir zu wenig Geld. Ich muss Geld haben. Na gut. Hoffentlich kommen wir an mit der Mühle. So, da haben wir wieder die Schrott 1. Sprit immer noch zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Auf geht's, Schrottmühle. So, bitte mit Schlepper. Ja. So, eine halbe Million habe ich noch. Das ist immer noch zu teuer. Leute, tut mir mal einen Gefallen mit den Spritpreisen. Also wenn ich mit den anderen Schiffen nicht durch den Sturm fahre, dann mit denen erst recht nicht. Na, ich guck mal, ob ich einen guten Auftrag finde. Nee, da warten wir noch einen Tag. Vielleicht zerfällt es ja während der Wartezeit zu Staub, ohne mit einem einzigen Auftrag unterwegs gewesen zu sein. Ratten an Bord. Entrattung 5 Tage, 10.000. Na denn. Es wird immer besser. Aber passt ja. MS Schrott 1 mit Rattenplage.
So, zumindest füllt sich der Kontostand wieder ein bisschen. Günstig, voll tanken. So, was können wir hier liefern? Maschinenteile. Also ich fahre auf jeden Fall keine Terminfracht. Tja, da fahre ich wohl weiterhin zwischen Hongkong und Basra hin und her. So, klar zum Auslaufen. Klar zum Einlaufen. Nein, da wird wieder gestreikt. Einmal muss ich es euch ja beweisen. Geschafft. Klar zum Anlegen. Ach ja, es musste ja aus dem Hafen raus wegen der Rattenplage. Oder wie auch immer. So, Sprit, sehr gut, auftanken, endlich. Pah. 0,3 Millionen. Monrovia, Hongkong. Panama, Alexandria, es ist wieder Hongkong. Tja, da haben wir dann wohl gleich alle Schiffe auf derselben Route fahren. Mit 58%. Die müssen auf jeden Fall repariert werden, dringend, die Schiffe. Das ist gar keine Frage. So, günstig, auftanken, fertig. So, und auch hier geht's wieder nach Basra. Klar zum Auslaufen. Mit dem Schlepper bitte. Klar zum Auslaufen. Mit Schlepper bitte. Und zwischendurch mal im Office gucken, damit mir kein Geld geklaut wird. Status 2. Ja, das hat wohl was mit dem Spielerfortschritt zu tun. Anzahl der Schiffe etc.
Genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr, wie der Status sich zusammensetzt. Das hat bestimmt auch was mit dem vorhandenen Vermögen zu tun. Oh wei, das kostet ja jetzt auch wieder viel Geld. Und egal, ob das Schiff groß oder klein ist, dieselben Gebühren. Es bietet sich nicht an, mit den kleinen Schiffen allzu oft da durchzufahren. Eieiei, das Geld, das Geld. Es nimmt kein Ende. Zahlen, zahlen, zahlen. Ja, und das Schiff wurde angegriffen und beschädigt. 56%. Das nimmt hier kein gutes Ende, glaube ich. Und ich habe kein Geld mehr, um mit dem Schlepper anzulegen. Das lief super. Das kostet weniger Geld als wieder rauszufahren, aber richtig teuer wird die Reparatur. Jetzt fahre ich im, wenn ich das so lasse, dann fahre ich im absoluten Hochrisikobereich, was die Seetüchtigkeit des Schiffes angeht. Aber ich bin im Minusbereich mit dem Geld. Das bedeutet, ich werde jetzt wohl das ein oder andere Risiko eingehen müssen. Okay, jetzt bin ich wieder ein bisschen im Plus, immerhin. So, volltanken. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Aber ich kann mir keine Reparatur leisten momentan. Gehe ich das Risiko ein? Ich muss das Risiko eingehen. Ich brauche Geld. Ich hoffe, das geht gut. Na, mal wieder ein fremdes, das Geisterschiff auf Kollisionskurs. Ich bin kein glücklicher Captain. Hoffentlich kommt dieses runtergewirtschaftete Schiff auch an. Nee. No way. No way. Das eine hätte ich auch noch schaffen können, aber das? Ja, man kann alles schaffen. Mit Geduld und Spucke. Aber ich gehe hier mal den gemütlichen Weg. So, Sprit zu teuer. Wie sieht's mit dem Charter aus? Ich fahre über 200.000. Das soll mir genügen. Nebengeschäft? Klar. 500.000? Nein. Schade. Keine Million angeboten. So, schön mit Schlepperhilfe. Auf geht's nach Hongkong. Vier Schiffe zwischen Hongkong und Basra. Mit den Schrottkähnen fahre ich auf jeden Fall nicht durch den Sturm. Auf gar keinen Fall. Okay, wieder ein Schiff mit Ratten. Ist das nicht sogar dasselbe Schiff? Da muss ich ja Schadenersatz verlangen, bei dem der zum ersten Mal entrattet hat.
Der Zustand Ihres Schiffes war leider sehr schlecht. Manchmal kommt es so zu Katastrophen auf hoher See. Oh wei, oh wei, oh wei. Also, abgesehen vom Amiga, einem meiner schlechtesten Ports of Call Spiele-Sessions aller Zeiten, aber so bekommt ihr zumindest etwas geboten und bekommt ein bisschen was zu sehen und nicht nur, wie ich zwischen Basra und Hongkong hin und her schippere. Ich muss wahrscheinlich trotzdem weiter die Hypothek zahlen, obwohl das Schiff untergegangen ist, oder? Oh, Himmel, hilf! Ein tragischer Unfall. Ihr Schiff ist nicht mehr. Es konnten sich noch 10 Seeleute retten, mehr nicht. Sehr bedauerlich. Das finde ich auch. So, mit Schlepperhilfe anlegen, bitte. Ich wusste es mit dem niedrigen Zustand, dass das nicht gut gehen kann. Und trotzdem hab ich's gemacht. Tja, es ist, wie es ist. Ja, Ports of Call, ein echter Amiga-Klassiker, der die klassischen Amigas zumindest über Jahrzehnte überlebt hat und auch heute noch Spaß macht. Lasst mich doch bitte gerne wissen, ob ihr mehr von Ports of Call sehen wollt. Ich könnte mir sowohl eine weitere Angespielt-Folge als auch einen Livestream vorstellen, möglicherweise mit einem Mitspieler, das weiß ich aber noch nicht genau. Und ja, wenn ihr euch dafür irgendwas entschieden habt oder auch sagt, lasst es gut sein, schreibt mir doch bitte auch dazu, ob ich mit diesem Spielstand hier weiterspielen soll oder ob ich lieber nochmal ganz von vorne anfangen soll. Gut. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hat viel Retro-Charme und es wird wahrscheinlich in meinem Leben nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich Ports of Call aus der Schublade hervorgekramt habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und wenn ihr das Glöckchen klingelt, dann werdet ihr auch informiert, sobald sich weiteres tut in Richtung Retro Gaming. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.